Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Waldes vs. Spinatpizza. Nach guten 4 Monaten. Ja, nach guten 4 Monaten. Endlich wieder eine Folge. Wie ihr sehen könnt, haben wir etwas ganz Tolles, was jeder von euch garantiert kennt. Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. Joey the Passion. Ja, ich habe mich erstmal, bevor ich hier aufgenommen habe, durch 700 Karten gekämpft und habe die besten für mein Deck ausgesucht. Ich nicht. Ich habe so ungefähr das genommen, was ich auch in echt noch in meinem Zimmer rumfliegen habe. Ja, aber du wirst sowieso verlieren. Ja, ich war früher war ich der Duell-Champion schlechthin. Ich habe selbst Yugi geschlagen. Und jetzt. Ja. Ach ja, ich muss ja auf Duell-Modus klicken, stimmt ja. Ja, wir haben doch keine Zeit, auf Ja, die wir Uhr haben doch zeigt. keine Zeit. Data from your PC. Okay. Wir machen nur ein Duell aus zeittechnischen Gründen. Und dieses hier muss auch schon innerhalb von einer halben Stunde ablaufen. Ja, genau. Nicht wegen YouTube, So nein. lange, ja, das YouTube-Maximum der Videos wurde jetzt auf 15 Minuten erhöht. Das ist sehr gut. Jetzt kommt die schwerste Entscheidung des Spiels. Nehme ich Stein, Schere oder Papier? Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Okay, ich nehme das. Verdammt. Nein! Der gute Scheiße. Stein, der gewinnt immer. Oh Mann. Okay, dann entscheide dich mal. Fange ich an oder du? Wir haben eben schon ein Testspiel gemacht, haben es aber nicht zu Ende gebracht, aber es sah gut für mich aus. Okay. Und ich glaube, ich muss das zusammenschneiden, dass dein Bild oben ist und meins Ja, unten und ich glaube, oder ich andersrum. musste die Augen verbinden, weil du mir zu viel rüberlinst. Okay, hier sieht man mein Deck. Oder meine Karten, so ein paar habe ich hier. Wie Ich glaube, ich schneide ich das fange zusammen? mal damit an. Alter, hast du nur diese Viecher? Hast dich schon gewundert, ne? Ja, eben habe ich die auch eingesetzt, aber. 1850 Angriffspunkte, 4 Sterne, ist doch ganz in Ordnung. Ich bin mal gespannt, was du entgegenzusetzen hast. Ach, weißt du, da kommst du das richtig nostalgische Gefühl wieder. Ja. Früher, wo wir auf dem Rasen gestanden haben mit unseren Dual Discs und ich bin Abzug. Das war so cool. Ich hatte sowas nicht. Ich musste mich immer unter ein Hochbett setzen und damit mit irgendwelchen anderen Leuten. Ich habe jetzt wieder Leute in der Schule gesehen, die das gespielt haben. Das war auch lustig. Ja, die Okay. sammeln die wieder. Ja. Ich werde jetzt in meine Battle-Phase gehen und ich werde dich vernichten. Ich Oh greife als nein! erstes Oh an mit nein! Mechanical Chaser. Blub! Angriff! Moment, du hast ein Flip-Monster. Scheiße! Nein! Okay, das ging in die Hose. Der Flip-Effekt setzt nicht ein, weil ich keinen habe. Okay. Mach Ich hinne! gebe mich erstmal damit zufrieden. Du bist am Zug, du Penner. Ach, fuck, schon wieder nicht den ich wollte. Rede lauter, sonst verstehen dich die Leute Ja, nicht. Dein Geschimpfe. ich schimpfe nicht, ich denke Hey, ich leise. habe ja schon Lebenspunkte verloren, das finde ich scheiße. Ich fand das immer in der Serie so witzig, wenn einer Lebenspunkte verloren hat, dann hat er irgendwie einen Schlag gekriegt in die Magenkuhle oder so. Genau das wird mit Spinatpilz auch passieren. Okay. Genau das wird mit Namen ausdenk. Ja, Namen ausdenken. Okay, weißt du was? Ich setze meinen Serpent Night Dragon, der dich auch gleich mal vernichten wird. Natürlich wird er Und das. zugleich. Ich gehe in die Battle-Phase. Und zerstöre das Monster mit 2000 Verteidigungspunkten weg! Wie man sieht, habe ich, Bams! glaube ich, in meinem ganzen Deck so ungefähr Ich dachte 5 Fallen und Magiekarten. Ja, Spinatpizza hat 80 Karten in seinem Deck, soweit ich weiß, und nicht 60. Ich wollte unbedingt unter 60 bleiben. Mein altes Deck, was ich früher hatte, wo ich noch gesammelt habe und aktiv gespielt habe, das war irgendwie. Wie viele Karten hatte ich da? 45 oder so, also nicht viele. Mach endlich deinen Zug. Ich muss gerade rechnen. Du musst gerade rechnen. Du wirst eh vernichtet, Mann. Du Natürlich, hast weil ich jetzt keine schon nichts Chance. machen kann. Du hast keine Chance. Du wirst vernichtet. Ihr könnt uns ja in den Comments eure Yu-Gi-Oh!-Erfahrungen aus der Kindheit oder keine Ahnung schildern. Egal, ist Deko. Hä? Nein, ich. Nee. Ah! Grafik! Hilfe! Habe ich bei diesem Spiel gar nicht erwartet.
Nein. Wieso will er dauernd, dass ich irgendeine Karte aktiviere? Ist der bescheuert? Tja, weil du irgendwas machen könntest. Irgendwann, irgendwie. Ich werde als erstes mal ihn hier beschwören. What? Ja, der gleich mal durch dich verstärkt wird. Ich bin so sozial. Und dann gehe ich. Dafür kriege ich Bonuspunkte. Du kriegst keine Bonuspunkte, höchstens für deine Dummheit. Nein. Ich glaube, das wird eine schnelle Runde. Bums! Ich habe schon damit gerechnet, dass es wieder so ein Flipmonster ist. Bums! Nein. Nö. Hey, das auch nicht. Bum! Du kannst froh sein, dass diese Runde für dich vorbei ist. Diese drei verdeckten Karten machen mir immer noch Sorgen, aber was bringt mir das? Ich kann ja eh nichts machen. Nein, ich will keine Karte aktivieren, verdammt. Alter, wie viele Scheiße. Ah, das ist meine Trumpfkarte. Ihr seht es jetzt eher nicht, haha, und ich lache ihn darüber aus. Okay, das wird... Weißt du, Spinatpizza, ich habe eine Taktik. Nichts. Eine so brillante Taktik, der du dich nicht erwehren kannst. Diese Taktik wird dir das Genick brechen, weil ich dir einfach so lange in die Fresse schlagen werde, bis du blutest. Du hast vorhin eine ganze Stunde gebraucht, um aus den Karten das Beste rauszusuchen, während ich einfach nur meins nachgebaut habe. Na und? Ich glaube, das ist ziemlich klar, wer gewinnen wird. Activate. Ja. Ha. Ja. Nein. Ja. So. Weiß man hier, durch was für Menüs man sich hier kämpfen muss. So, als nächstes werde ich nichts machen, doch. Ich werde in die Battle-Phase gehen. Sicher? Ja, und ich werde dich angreifen. Okay, das macht 3950. Scheiße, ich dachte, es ist ein... Oh, naja. Was hat das überhaupt gemacht? Das ist ja eine permanente Karte, zum Glück. Boom! Und du musst jetzt einen Schlag kriegen, Mann. So in... Nein! Oder so... Oh! Du musst am Boden winseln und Attacke. Boom, deine Lebenspunkte sinken gerade auf für lächerliche 4050. Das ist fast nur noch die Hälfte. Okay, ich ende meinen Zug. Naja. Was machst du jetzt, Wenigstens kann ich dir noch Schaden zufügen. Wie das? Durch einen direkten Angriff. Alter, ich kann gar nichts machen. Immer noch nicht. Du bist verloren. Natürlich bin ich das. Wenn er das und das hat, dann komme ich hier auf. Ich meine, und das sind noch nicht mal meine stärksten Karten. Ja, ich habe auch nur gerade den Rotz aus der hintersten Ecke gefunden. Okay, selbst wenn das ein Flipmonster ist, bringt dir das ist nichts. Ist es nicht. Ist es nicht. Ist es nicht. Du brauchst keine mehr legen. Das reicht auch schon so, wenn du alles verheizt. Okay, boom! Und daran sieht man, okay, dass er doof ist. Er hätte diese Runde schon gewinnen können. Ja, ich weiß, aber ich... Aber du willst es ja nicht. Du willst nämlich noch sehen, wie ich dir einmal noch 400 Schadenspunkte zufüge. Ja, wenigstens etwas. 350, komm. Wenigstens etwas, komm. Oder du willst eine... Bist du natürlich ein Zauberkarte oder was? Nein. Ich sehe das Leben aus deinen Nasenlöchern entschwinden. Du wirst verrücken. Gegen diese drei Monster kannst du einfach... Ich glaube, wir machen gleich trotzdem noch eine kleine Runde. Einfach nur so. Ja, können wir eigentlich. Es reicht noch von der Zeit. Was soll mit der sein? Ach, die kann mich direkt angreifen. Oh mein Gott. Bäm! Moment. 350. Oh! Scheiße. Nee, das klang eher nach 2000 oder so, ne? Egal. Das war mehr ein Puff. Oh. Das steckt ein Schwert in mir. Ist stumpf. Hey, irgendwas hat mich da gerade gekratzt. Mach deinen Zug zu Ende, ich will dich vernichten. So, wie vernichte ich dich jetzt? Also erstmal benutzt du schwarzes Loch und dann nimmst du ein Monster, nee, was total schwach. Ich benutze Raigeki. Tot! Ich glaube, das habe ich auch noch nicht mal drin. Hallo, die Karte muss man einfach drin haben. Tot! Wie gesagt, ich hatte die damals nicht. Tod, du musst jetzt sterben. You win. Oh, Naja, dafür darf ich das nächste aussuchen, ne? Would you like to save the Duno? Was? Natürlich will ich die Wiederholung speichern. Wir machen noch ein Duell. Beeil dich.
Ich. Habe ich gerade geschafft, die. Ich bin Host. Vielleicht kriegen wir drei hin. Das wäre super. Best of three. Entweder habe ich die Anzeige ausgestellt oder. Ne, Fraps nimmt noch auf. Da steht's ja. Ich hoffe doch mal, es nimmt noch auf. Weil einseitig wär's doof. Nicht ja, Replay. Einseitig wär's sehr doof. Zwei Spieler. Von meinem Deck. Ich warte immer noch. Ich könnte auch mit dem leeren Deck antreten. Nein, du wirst nicht mit dem leeren Deck antreten. Du wirst jetzt noch kämpfen bis zum letzten. Haha. Nein! Hey, da drin bin ich gut. Es fängt schon wieder so an. Wie oft habe ich eigentlich gewonnen, wenn ich das jetzt gewinne? Keine Ahnung. Viermal oder dreimal? Dreimal. Nee, viermal. Viermal, glaube ich. Oder? Weiß ich auch nicht. Ist das nicht, das ist die sechste Runde, oder? Blub. Alter, du hast 3000 Stück von diesen Scheißviechern. Hab ich auch. Ich dachte, man kann nur drei maximal nehmen. Ja, aber da mein Deck so klein ist, kriege ich die immer wieder. Alter, das ist... Ey, ich wüsste gerade kein stärkeres mit 4 Sternen. Doch, die Zwillingselfen. Kann ich das benutzen? Nein. Die haben 1900. Eine sehr gute Karte, die ich auch in meinem Deck hatte, aber irgendwie ziehe ich sie nicht. Egal. Okay. Du heilst dich erstmal hoch. Ich brauche viele Lebenspunkte, um diesen Bastard zu besiegen. Das wird dir aber nicht helfen. Ich kann schon wieder nichts machen, wollte ich nur mal so erwähnen. Wie, du hast keine Monster? Doch, aber nichts, um irgendwie 1850 Punkte abzuwehren. Das ist natürlich schlecht. Nein, ich will keine Karte aktivieren. So. Nächstes Mal plane ich die ganze Sache besser. Ich wollte jetzt auch nicht so unfair reingehen mit so einem Teil, was nur gewinnen kann. So, Battlephase. Ich probiere mal mein Glück. Entweder es ist ein starkes Verteidigungsmonster oder es ist scheiße. Oder es ist ein Zerstörer-Golem. Der gar nichts von beiden kann. Weder verteidigen noch zerstören. Ja, wieso hast du so einen Dreck in deinem Deck? Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt. Ach ja, stimmt. Du hast ein Noob-Deck auch in echt. Mein stärkstes Monster in meinem echten Deck, was irgendwo hier rumfliegt, ist Maskete Bestie, glaube ich. Ja, müsste es sein. Ich habe noch ganz viel für dich im Petto. Wie, kannst du kein Monster legen? Mach was. Ich könnte das Wasser blau färben. Du könntest das Wasser blau färben, Moment. Ist es nicht schon blau? Ich mein das andere Ding. Das Feld. Den Boden. Ja. Ich will eine Karte. Oh, ich sehe schon, wie das wieder in den Comments landet. Ich werde das Wasser blau färben. Mach schneller. Schneller. Kann man auch umgedrehte opfern? Weiß ich doch nicht. Nein. Ach, ist nein, egal. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Ja, will ich auch gar nicht. Stirb. Es ist ja wieder so ein schlechter. Hast du auch was anderes? Ja, ich hätte das Teil eigentlich nochmal gebrauchen können später, aber. Wofür denn? Fusionsmonster? Natürlich. Oh Gott, ich habe kein einziges in meinem Deck, weil ich Fusionsmonster hasse. Wie die Pest. Kann ich mir das Teil auch durchgucken? Du hast keine Zeit, es dir durchzugucken, weil du stirbst. Oh, super. Was denn? Also die beiden Karten sind schon mal da. Ja, weg damit. Ne? Ich kann nur Opfer spielen. Du kannst nur Opfer spielen. Also die Rolle, die du am meisten gewohnt bist. Oh, jetzt guckt er mich böse an. Hätte ich nicht tun sollen. Ich glaube, als nächstes spielen wir COD 5. Nein! Das wird jetzt... Das wird dreist. Warum? Kann ich das? Nein. Kann ich deins auf deine Hand zurück? Ich probier mal.
Ich glaube, es geht. Es geht. Okay. Battle-Phase. Boom. Nein. Hätte ich die Karte doch nur nicht gespielt, dann hätte ich jetzt immer noch zu wenig Punkte. Boom. Habe ich nicht irgendwie noch Monster wieder gebaut? Dadurch, dass irgendwo du aber 1000 mehr hattest, hat dir das gar nicht so weh getan. Doch. War ja klar. War ja klar. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das viel gebracht hat, aber ist mir auch egal. So, du bist dran. Hast du nichts mehr entgegenzusetzen? Okay, doch. Einfach nur, um zu zeigen, dass du mir auch Schaden zufügen kannst. Dass er noch Pfeilenkarten hat. Nein! Und welche deckst du dich auf? Die? Die? Gar die, keine. Die? Nein. Fisch, so, ich bin dran. Thunder, Aquatype. Ich werde jetzt als erstes mal deaktivieren. Nerd! Nerd! Zerstör doch mal deine eigene Karte. Langweiler. Dann spiele ich den. Geh in die Battle-Phase. Wumm! Und du kriegst volle Kanäle rein. Das sind wieder... Nein. Ich sehe es kommen, dass ich irgendwann aus Versehen auf auf Ja klick oder Nein, wenn ich es nicht will. Nein. So. Und damit ist mein Zug beendet. Und was hast du nun vor? Gar nichts. Ah, ist das toll. Nein, ich möchte nichts. Nein, nein. Standby-Phase, Main-Phase. Legst du noch ein Monster? Du legst nur ein Monster. Und, was ist das? Oh, mehr. Hey! Wie, das wird dadurch schwächer? Nein! Wieso bist du... Hey, wieso regst du dich auf, dass du mein Monster schwächst? Hätte ich das doch nur vorher gewusst. Nein. Ich bin dran. Ja, ich guck mir in der Zeit den wunderschönen WC3-Pause-Bildschirm an. Okay. Ich werde jetzt, Wiederbelebung spielen. Dann hole ich mir den. Nächstes Mal spielen wir StarCraft 2, aber du ohne Bildschirm. Haha. So. Dann hole ich mir den. Kenn ich gar nicht. Dann hole ich mir den. Du weißt, was jetzt kommt, oder? Boom! Los! Du beendest deinen Zug jetzt? Nein. Doch, komm. Nein. Komm. Nein. Pussy. Zoa hatte ich mit 2600 getroffen und jetzt Serpent Night Dragon tot. Ich würde sagen, Herr Spinatpizza, Sie sind besiegt. Ich würde mal sagen... Zum zweiten Mal. Nein! PC-Tausch! Nein! Er knackt gefährlich mit den Fäusten, das macht mir Angst. Nicht, dass er mich verprügeln könnte, denn meine Cord Power wird ihn zum Verzweifeln bringen, aber trotzdem, wollen wir noch ein Duell? Ja, ich muss mal kurz was umbauen. Ich muss mal kurz ein bisschen Crap rausnehmen. Beil dich. Sowas wie das. Beil dich, du hast keine Zeit. Und vor allen Dingen habe ich keine Zeit. Ich will dich ein drittes Mal vernichten. Okay, wenn ich keine Zeit habe. Ich werde dich bestimmt ein drittes Mal vernichten. Das würde meinen Sieg perfekt machen, wie deinen bei COD. Wieso?
Ach nee, der war ja nicht perfekt. Nee, natürlich nicht. Eine Runde habe ich gewonnen, oder? Ja. Ja, stimmt. Die letzte Runde, die... Ja, die habe ich dir ja auch gelassen. Ich wollte dich ja nicht so... Ja, die hast du mir gelassen, klar. Das erzählst du deinen Kindern in 40 Jahren noch, alles klar. Diesmal fange ich an. Toll. Das wird dich auch nicht retten. Das ist ein Hirre-Echse. Keine Ahnung. Ist abgestürzt. Okay, ich habe Scheißkarten gezogen. Okay, was habe ich? Kann ich das schon benutzen? Nein. Kann ich das benutzen? Yo. Bam! In your face, oh! Okay, was habe ich hier? Final Flame trifft dich kritisch. Wie man sieht, habe ich starke Monster gezogen, aber das bringt mir ja nichts. Das bringt mir überhaupt nichts. Ja. Du siehst, worauf das hinausläuft. Worauf denn? Worauf? Ja. Okay, was wird gespielt? Lass mich gerade. Monster mit 1850 Angriffspunkten. Und was ist es? Erstmal deine Zauberkarte. Du liegst leider falsch. Noch eine und eine Falle. Ich ende meinen Turn. Ich habe irgendwie das Gefühl, mich selbst zu zerstören, wenn ich jetzt angreife. Aber einfach nur dem Aus... Ich hab Angst! Entschuldigung. Oh, hey, du baust irgendwas zusammen. Machine, Machine. Verdammt. Und ich dachte, das könnte dich irgendwie... ein bisschen beeinflussen, dass ich da drei verdeckte Karten habe. Hat es doch auch. Ja, wie denn? Du hast mich trotzdem angegriffen. Ja, aber ich hatte voll Muffen so aus. Toll. Naja, aber ich kann nicht verstehen, du hast ja auch nichts mehr zu verlieren, oder? Nicht mehr so wirklich. Ich glaube, das wird eine ziemlich kurze. Ich glaube jetzt nicht mehr. Warum? Du hast irgendwas gelegt. Natürlich habe ich was gelegt. Was denkst du denn? Brauche ich den irgendwo für? Nö. Oh. Irgendwie das Gefühl, jetzt zu sterben. Wieso? Nein! Na? Nein! Ich hab nur noch 800 Lebenspunkte! Irgendwie hab ich Hunger. Wollen wir was essen gehen? Lass uns das Spiel ausmachen. Komm, du willst es doch auch. So eine Scheiße. Ich hab eine bessere Idee. Welche? Ich vernichte dich erst noch. Guck dir meine Hand an. Guck dir bitte meine Hand an. Tja, da würde ich mal sagen, selbst schuld. Ja. Da würde ich jetzt echt mal sagen, selbst schuld. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich es zusammenschneiden werde. Ich glaube, meine werden die sein, die man über Kopf lesen muss. Ich hab verloren! Hey, ich hätte mich selbst vernichten können. Nee, doch nicht. Mach jetzt endlich! Ich bin besiegt! Warte doch mal! Activate! Cool. Habe ich mehr als einen? Was soll ich damit jetzt machen? Das interessiert mich gar nicht. Was soll ich damit machen? Ich habe keine Ahnung, was du angeklickt hast. Ich klicke gerade alles an. Drück Rechtsklick. Aha. Und nun? Keine Ahnung. Vernichte mich doch endlich, ich hab nichts! Ja,
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Natürlich habe ich so geile Monster. Okay. Du hast mich vielleicht zweimal besiegt. Ja, ich habe dich zweimal besiegt. Dafür habe ich dich perfekt besiegt. Ja, hast du. Na. Hey, ich habe nur die falschen Karten gezogen. Das ist alles. Ja. Sonst hätte ich dich vernichtet. Okay, das war's auch schon mit dieser Folge. Ich weiß nicht, wie lang die war. Aber ist auch aber egal. Er muss mir jetzt erstmal die Videos schicken. Spielt wieder Yu-Gi-Oh! In echt. Nicht am PC, das ist langweilig. Genau. Also, stay tuned, ich habe gewonnen. Das nächste Spiel sucht also Spinatpizza aus. Und das wird sein Moment. Nein, das nehme ich nicht mehr ins Video.